Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 Let's Build. Die erste echte Folge im Grunde, wenn man so will. Denn bisher sind wir noch gar nicht zum Bauen gekommen, sondern haben nur mal einen kleinen Exkurs gemacht. Ich habe es leider nicht geschafft, wie ich beim letzten Mal noch gesagt habe, dass der OC Decorator Mod gleichzeitig mit dem Place Anywhere Mod läuft. Ich weiß nicht warum, aber der OC Decorator Mod ist da irgendwie sehr speziell. Der will wirklich alleine sein. Das ist ganz schwierig, den mit anderen Mods zu kombinieren auf der PS4 leider. Ich krieg's zumindest nicht hin. Aber gut, Strong, geh mal bitte weg. Weil als erste Amtshandlung, damit wir die Vault jetzt auch schön dekorieren können, werden wir jetzt mal kurz unseren Free Maker Mod oder wie der heißt benutzen. Workshop Anywhere. Was ist denn Schlacke? Abhärtungsschlacke-Cocktail. Aha. What? Ah ja, genau. Chunk and Misk, das suche ich. Und hier suchen wir uns jetzt mal ein paar Sachen. Ich denke jetzt mal als erstes an das Café, an das Diner, ans Restaurant. Was gibt es hier, was wir im Diner brauchen könnten? Ich meine, ich sehe hier schon viele Objekte, die wir in anderen Räumen definitiv brauchen können. Aber damit es ein bisschen übersichtlich bleibt, oder? Andererseits, warum stellen wir nicht einfach gleich alles her, weil es wurscht ist? Aber dann bin ich wieder so überladen und so. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Also, Messer. Ich mach mal ganz viele antike Tafelmesser. Ob das funktioniert? Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch einfach so. Ein paar Vasen mit Blumen, oder? Machen wir mal. Die NPCs, die die ganze Zeit ununterbrochen durch die Gegend labern, ey. Ich glaube, ich muss die doch rausschmeißen aus der Vault. Eigentlich finde ich es ja, wie gesagt, schön, dass die so belebt ist. Aber das ist nicht belebt, was hier passiert im Hintergrund. Das ist nicht belebt. Das ist einfach nur nervig. Hey, wollte ich nicht mal eine Bowlingbahn bauen? Ich glaube, eigentlich schon. Bratbanne, ja, können wir brauchen, aber eine reicht, glaube ich. Stelle ich irgendwo in die Küche. 200 Jahre unter der Erde eingesperrt zu sein, würde selbst einen Roboter durchdrehen lassen. Brotkasten, warum nicht? Ich mache mal einen Brotkasten. Warum nicht, oder? Oh ja, hier so Burger-Tablets mache ich mal ein paar. Das ist eine gute Idee. Eine Bourbonflasche, warum nicht? Ventilator. Ja, genau. Cafeterina-Tablets machen wir ein paar. Das ist eine gute Idee. Und dann wird das, glaube ich, richtig gemütlich und nice da drin. Da bin ich jetzt echt schon gespannt, was wir da mit den Dekorationsobjekten rausholen können. Ich glaube, das sieht dann letztendlich wirklich ziemlich gut aus. Ach ja. Ich bin jetzt aktuell mit Genshin Impact so ein bisschen durch. Das Spiel hat mir echt Spaß gemacht, aber das Endgame hinten raus, das ist dann doch irgendwie zu viel Grinden und zu monoton. Das macht leider echt keinen Spaß mehr. Es ist ein bisschen schade, ne? Ich hätte versucht, meine Dailies wenigstens noch weiterhin zu machen, aber das kostet zu viel Zeit und das ist es mir einfach leider nicht mehr wert. Finde ich wirklich schade, weil ich würde jetzt dann, wenn das nächste große Update im Dezember kommt, da hätte ich schon Bock, wieder in das Spiel reinzuschauen und werde auch definitiv wieder reinschauen. Und ich hoffe, dass es mich da auch wieder fesseln kann. Aber da wäre es natürlich toll, wenn ich jetzt meine Dailies bis dahin jeden Tag machen würde, weil dann habe ich ganz viel Premium-Währung, wenn es soweit ist. Aber ehrlich gesagt, nee, das ist mir meine Zeit echt nicht wert. Gerade jetzt, wo die neuen Konsolen da sind, verbringe ich meine Zeit doch lieber mit Demon's Souls und Yakuza Like a Dragon und den vielen, vielen Game Pass-Spielen, als dass ich das irgendwie in
Ein Spiel stecke, das mir eigentlich keinen Spaß macht. Genshin Impact hat ja für mich schon zum Glück Mario Kart und Fallout 76 abgelöst. Als meine, ja, mache ich halt mal. Habe ich Mario Kart 64 gesagt? Die Stimmen im Hintergrund machen mich fertig. Ich meine natürlich Mario Kart on Tour. Mario Kart Tour? Wie heißt es denn wirklich? Ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich da immer meine Dailies gemacht, weil ich einfach, wenn ich gerade nichts anderes zu spielen hatte, was mich wirklich interessiert. Aber jetzt ist das vorbei. Für immer. Ein paar Sachen, die mir jetzt beim Dekorieren so durch den Kopf gehen, werden in Wirklichkeit leider gar nicht möglich sein, denke ich mir gerade. Weil der OC Decorator halt trotzdem natürlich an der seltsamen Physik oder den seltsamen Regeln aus Fallout 4 und den komischen Hitboxen quasi scheitert. Also da ist die Grenze vom OC Decorator. Viele Objekte werden leider schweben, viele Objekte werden im Boden versinken. Deswegen wäre es mir ja so wichtig gewesen, dass ich den Place Anywhere Mod zum Laufen kriege neben OC Decorator. Aber das geht nicht. OC Decorator ist so empfindlich, ey. Ich bin so froh, dass jetzt wenigstens OC Decorator und UBS parallel laufen. Tyrannen wird es immer geben. Aber wenn ich das Sagen hätte, wären es weniger. Es scheint alles nach Plan zu verlaufen, Mann. Das ist also der Stolz von Wolf. Tja. Ein erstaunlicher Einsatz von Technologie. Sauberer roter Teller. Davon mache ich mal ein paar. Meinen Daten zufolge waren manche Wolfs für mehr als 1000 Personen ausgelegt. Sauberer weißer Teller. Sauberes Trinkglas. Machen wir auch einen sauberen Teekessel, warum nicht? Oder? Schwanenboot Einzelteil, nur den Kopf vom Schwanenboot-Dingens. Seltsames Objekt, kann man das wirklich irgendwo aufsammeln? Könnte ich mich jetzt gar nicht erinnern, ehrlich gesagt. Aber gut, ist auch schon lange her hier. Machen wir ein paar Silbergabeln und Silberlöffel und Silbermesser. Ich glaube, ich mache viel zu viel Messer und Gabeln und Besteck allgemein. Aber andererseits, Cafeteria und so, ne? Guter Menschenschrott. Schwächliche Menschen sich hier verstecken, zusammen mit Red-Kakerlaken. Menschen das machen, um zu verstecken, nicht funktionieren. Selbstdiagnose abgeschlossen. Ich freue mich, ein paar Souvenir-Dinger, damit ein bisschen, wenn wir ein bisschen Vielfalt reinbringen, das Ganze. Bitte entschuldigen Sie die oh ja, komm, mal, ja, auch ein paar Teetassen noch natürlich. Hey, kann ich hier eigentlich auch Essensgegenstände machen? Das würde mich noch interessieren. Nahrungsgegenstände, das wäre interessant, finde ich. Unbenutzte Aschenbecher, sehr gut. Die habe ich noch gesucht. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann ich Genshin Impact schon wirklich empfehlen. Es ist ein Free-to-Play-Spiel, das einfach gut ist. Das einfach ein volles, vollwertiges, gutes Spiel ist. Aber die Bezahlmechaniken sind zwar tatsächlich ein bisschen subjektiv, die sind ein bisschen mehr im Hintergrund, die sind nicht so aufdringlich, aber es sind, ist halt voller teuflischer Suchtmechaniken. Eigentlich sollte das Spiel aufgrund der Lootbox-Mechaniken definitiv ab 18 sein. Da ist die deutsche Gesetzesgebung noch ganz schön hinterher, das wäre wirklich notwendig, finde ich. Und wenn ihr selbst empfindlich gegenüber solchen Loot-Mechaniken seid, gegenüber solchen Suchtmechaniken, dann lasst absolut die Finger davon. Das muss ich ganz klar sagen. Dazu. Aber wenn ihr euch denkt, ach ja, komm hier, kostenloses Spiel und dann kriege ich halt nicht die Charaktere, die ich haben will oder alle Charaktere oder was weiß ich was. Aber ich habe eine gute Zeit für ein paar Stunden und die Welt zu erkunden, gerade am Anfang des Spiels, die ersten 20, 30 Stunden, machen wahnsinnig viel Spaß. Kann man sehr empfehlen. Die Beine abreißen.
Insofern. Ja, so viele Nahrungsmittel. Um Himmels Willen. Ich weiß gar nicht, ob ich die mit dem OC Decorator auch platzieren kann. Ich denke schon. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich würde sagen, das finden wir raus. Du hast mich in Vault 114 gefunden. Das finden wir raus. Wäre nämlich gut. Ich werde mir jetzt vielleicht, ich überlege, wahrscheinlich, wenn es reduziert ist, nächstes Jahr irgendwann mal gucken, werde ich mir dieses Gods and Monster holen. Wie heißt denn das? Das hat so einen super dämlichen, generischen Namen gekriegt, der überhaupt keinen Sinn macht. Phoenix Rise Immortal Super Throne oder irgendwie sowas. Dieses Ubisoft Zelda-Klonspiel. Und da Breath of the Wild schon definitiv eines der besten Spiele der letzten Generation ist. Ich meine, das ist offiziell noch ein Wii U-Spiel. Das ist so ein Übergangsspiel, deswegen, aber es ist, glaube ich, ursprünglich schon noch als Wii U-Spiel so ein bisschen entstanden. Insofern ist es schon eher der letzten Generation eigentlich. Aber ja, genau. Ist das auf jeden Fall eine gute Blaupause, an der man sich orientieren kann, finde ich. Da hat Ubisoft schon eine gute Wahl getroffen, wenn es darum geht, sich Inspiration für ihre eigene Ubisoft-Weltformel zu holen. Das würde ich mir gerne anschauen. Ich bin sehr gespannt drauf, weil die Kritiken und die Meinungen sowohl bei Kritikern als auch bei Privatpersonen sehr weit auseinandergehen. Und eigentlich bin ich bin sehr skeptisch auf jeden Fall, was das angeht. Ich bin sehr skeptisch, was Ubisoft Open World Spiele angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir die Spaß machen, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich gespannt. Settlement Supplies. Ach so, so Zeug. Ah ja, das ist super für so Werkstätten und Labore und ähnliches. Aber jetzt hier brauchen wir das nicht. Ach, Spawn Beacons. Da kann ich sogar Aliens und sowas spawnen lassen. Interessant, interessant. Na gut, ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug hier hergestellt. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Alle schreien. Alle schreien. Hilfe. So, jetzt erstmal schnell speichern. Immer nachdem ich was gemacht habe, schnell speichern. Das Spiel läuft so instabil, so brüchig, so probbelig und schnubbelbabbelistig. Schlubbedibabbabbabbibau. Da müssen wir aufpassen. OC Decorator. Ich muss mal nochmal meine vorherigen. Aber ich glaube nicht, ne? Na, egal. Wegen dem Place Anywhere-Dingens. Jetzt schauen wir mal, was wir für Objekte jetzt hier haben. Nipfe, Eimer, Kameras, Handtücher. Ein Ventilator. Ein Ventilator kann man immer brauchen, oder? In so einem Diner. In so einem amerikanischen Diner steht so ein Ventilator, finde ich. Und schon ist dieser Diner hier um 1000% besser. Und falls ihr die letzten Folgen nicht gesehen habt oder nicht wisst, was der OC Decorator eigentlich macht und was das alles bedeutet, die Objekte, die ich hier zur Dekoration hingestellt habe, sind wirklich noch physikalische Objekte. Das heißt, wenn ich drüber laufe, kicke ich die weg und das ist ziemlich doof. Das ist, ne, NPCs werfen Sachen um, hauen alles rum. Das hier ist jetzt ein Editor-Objekt. Das ist nicht physikalisch. Das ist fest wie ein Stein. Ich kann es nicht nehmen, ich kann es nicht verschieben, ich kann es nicht beschießen. Ich weiß nicht genau, warum ich es beschießen sollte. Aber ich könnte es mal beschießen, genau. Gute Idee eigentlich. Wenn ich jetzt hier auf das da schieße, fällt es runter und es ist blöd. Wenn ich auf das da schieße, passiert einfach gar nichts. Und das macht der OC Decorator. Und deswegen lieben wir den OC Decorator. Ich bin froh, OC Decorator, du bist ein guter Mod. Schön, dass du es auch auf die PlayStation 4 bzw. 5 geschafft hast. Wärst du nicht gekommen, wir hätten dich vermisst.
Schnuppdibidimpimpimpimpim. Ach ja, das ist jetzt schlecht. Dammit. Guckt, und deswegen brauchen wir unbedingt den Place Anywhere Mod. Ich muss da nochmal gucken, dass wir das hinkriegen. Weil jetzt sagt das Spiel hier eben. Aber da können die Mods nichts dafür. Das ist das Spiel an sich. Das Spiel sagt so, wie? Das ist ja gar keine Fläche, wo du das hinstellen willst. So geht das nicht. Und dann sage ich zum Spiel, doch guck mal, da ist ein Tisch, ey. Siehst du den nicht? Da ist ein Tisch, eine Oberfläche, wo man Sachen drauf platzieren kann. Eine physikalische Wand, da stehen Sachen. Und das Spiel sagt, nee, stimmt überhaupt nicht. Da unten kannst du was hinstellen, aber hier doch nicht. Ah, Spiel, liegt das an den, nee, es liegt an den Tischen, ne? Ah, schade, wir können die Tische gar nicht dekorieren jetzt aktuell. No! Das ist wirklich schade. Das ruiniert mir jetzt meine tollen Pläne. Naja. Warte mal. Hä? Okay. Ich wollte hier nämlich wirklich die Objekte mal wegräumen. Damit man die hier vielleicht nochmal fest platziert einfach. Aber die Teile habe ich anscheinend alle gar nicht. Ich habe doch Vasen gemacht. Oh oh, hat das etwa nicht funktioniert mit diesem Decorator? Ich habe doch ganz viele Vasen gemacht. Ich habe auch ein paar verschiedene gemacht. Hier, die habe ich. Davon habe ich 4. Davon habe ich 0. Ha, verdächtig. Komisch, aber gut. So. Aha, ach so, oh Gott, warte mal, Moment mal, okay, wow, es gibt so viel. Kitchen and Dining, ja, da sind aber auch die Food Items immerhin, also theoretisch funktioniert das. Nur jetzt hier auf die Tische, ich hätte die halt gern auf Teller auf die Tische gelegt, dafür müssen wir irgendwie, ich muss da noch ganz viel rumspielen, leider. Ah, das wird nervig, aber es hilft nichts. Mit der Reihenfolge der Mods und so weiter. Weil irgendwie muss das hinhauen. Hoffentlich. Das wäre schon schön. Warum steht da so viel Alkohol? Weil wir in der fucking Apokalypse sind. YOLO, würde ich sagen. Das ist eine gute Begründung. Da könnten wir nämlich auch die Regale wunderschön auffüllen mit dem Place Anywhere Mod. Theoretisch hätte ich da jetzt von dem Hausbau ja echt gute Übung, Mensch. Wenn der doch nur funktionieren würde. Es wäre echt gut. Was stand denn hier noch? Was habe ich denn hier noch weggescrappt? Genau, Küchenutensilien. Das ist gut. Oh, ein hell leuchtender Kaffeepott. Den stellen wir hier hin. Und ein nagelneuer Supertoaster. Der steht da schon. Ja, okay, dann lassen wir den da stehen. Wie lange kann man brauchen, um ein Getränk aus dieser Maschine zu lassen? Vielleicht ist sie einfach kaputt. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Aber ist gut, wenigstens ist er still, ne? Wenigstens holt er sich sein Getränk leise. Jetzt endlich. Endlich trinkt er. Endlich hat er es geschafft. Ah, und jetzt holt er sich mehr. Der trinkt den ganzen Automat leer. Ich meine, keine Ahnung, von mir aus, schätze ich mal. Der Brotkasten wäre eine schöne Dekoration hier für die Küche, aber ich wüsste echt nicht mehr, wohin. Wir brauchen mehr Platz irgendwie für sowas. Der macht nämlich auch auf den Kantinentischen keinen Sinn, hier auch nicht. Nur hier könnte man ihn hinstellen. Da standen ganz viel Dosen und Kleinzeug. Das haben die NPCs alles feinsäuberlich abgeräumt, wie das die NPCs halt gerne so machen. Ja, das ist doch nett.
Oh, ein schöner alter Kessel. Den würde ich jetzt gerne hier auf dem Ofen stellen. Wir brauchen... Ich habe mir gedacht, na, es wird schon gehen ohne Place Anywhere Mod. Man kann ja trotzdem viel coole Sachen machen. Aber nein, der Place Anywhere Mod ist mindestens genauso wichtig wie der OC Decorator, wenn wir die Vault hier auf das nächste Level bringen wollen. Das habe ich heute gelernt. Liebes Tagebuch, heute habe ich gelernt... Ah, dass mein Fuß eingeschlafen ist. Warum eigentlich? Autsch, das kribbelt. Das kribbelt. Das kribbelt. Ja, genau hier. Und Besteck wäre jetzt super gut, wenn wir das hier auf den Tischen transportieren könnten. Weil wenn die sich hinsetzen, so wie es er hier gerade gemacht hat, dann passiert es gerne mal, gerade beim Aufstehen, dass sie einfach voll in die Tische glitschen. Oder dann so komisch so durchglitschen. Und deswegen liegen hier überall die Dinge auf dem Boden rum. Ich hole mir vielleicht noch was zu trinken. Ich hätte nichts dagegen, nie mehr so ein Ding betreten zu müssen. Er ist so verdammt hungrig, er holt sich noch was zu trinken in einem postapokalyptischen Ödland-Szenario macht das halt Sinn ein bisschen, aber hier in unserer Vault, wo wir im Überfluss leben, hier hol dir noch Sugar Bombs oder hier dieses Fertigsteak oder das da ist es oder hier Mais und Kakarotto. Naja, wie gesagt, schade. Hier können wir jetzt eigentlich gar nicht so arbeiten, wie ich das gern gehabt hätte. Das heißt, ich werde es jetzt andersrum machen erstmal. Für diese Folge jetzt. Ich versuche für die nächste Folge dann wirklich das zum Laufen zu kriegen, damit wir das nochmal neu angehen können. Aber jetzt gehe ich auf den OC Decorator und jetzt schauen wir mal durch, was es hier für Kategorien gibt. Erstaunlich wenig. Household und Personal Dingsy. Jetzt schaue ich mir die Objekte an, die wir hier haben. Und sag dann, aha, das wäre doch was für Piper zum Beispiel. Und dann laufe ich in Pipers Zimmer. Ist ganz gut. Dann lerne ich gleich wieder, wo die alle wohnen. Ich glaube, das hier ist Pipers Zimmer, ne? Du bist Pipers Zimmer. Das stimmt soweit. Genau. Kann ich gleich mal hier ein bisschen aufräumen. Eben die Objekte sind schon wieder rumgeschoben worden, wie sonst noch was. Auch die Bücher könnten wir... Oh, das wird aber viel Arbeit, aber theoretisch könnten wir die Bücher... Ah, warte mal, aber der Place Anywhere Mod hatte doch auch diesen seltsamen Bug, dass Sachen so komisch nach unten glitschen nochmal, bevor man die platziert. Naja, gut, aber das kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall Kamera für Piper. Ein Wecker kann jeder brauchen, oder? Eine Kupfer-Heuschreckenstatue? Hä? Wo gibt's denn sowas? Es gibt hier irgendwie Objekte. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Schon seltsam. Hier so Schreibtischlampen wäre eine gute Idee. Ein Telefon? Ja, warum nicht? Die funktionieren bei uns in der Vault. Habe ich jetzt einfach beschlossen. Bilderrahmen wären auch eine gute Idee. Aber das Wichtigste natürlich für unsere rasende Reporterin. Piper Kolumna. Guck, das ist schon cool, ne? Das wirkt natürlich gleich ganz anders, wenn man das hier wirklich schön mit dem OC Decorator... dekorieren kann. OC Decorator. Das ist auch ein witziger Name. Bei OCD ist, glaube ich, oder? Im Amerikanischen die Abkürzung für eine Zwangsstörung quasi. Wenn man irgendwas unbedingt, wenn man zum Beispiel, wenn Objekte, eben, deswegen passt das so gut, wenn alles immer perfekt so sein muss, wie man sich das vorstellt und nichts irgendwie verrückt liegen darf oder anders sein darf oder, ne, wenn die NPCs irgendwas runterwerfen, dann flippe ich aus. Und das ist OCD.
Also ich meine, nicht wirklich, aber so ein bisschen. Deswegen ist es lustig. Haha! Silver Shroud Autogramme, das ist auch nicht schlecht. Taschenuhren, ja warum nicht? Ich finde, eine Reporterin muss immer wissen, wie spät es gerade ist. Wichtig. Auch wenn die wahrscheinlich auch um kurz vor 12 stehen geblieben sind. Aber gut, Kitchen und Dining. Eventuell könnten wir noch eine Tasse auf den Schreibtisch stellen. Das macht Sinn, ist eh ganz klar eigentlich. Ohne Kaffee kann man nicht arbeiten. Früher war es auch noch nicht ganz so schlimm, wenn man Kaffee über seine Schreibmaschine gekippt hat. Die ist dann vielleicht ein bisschen gerostet, wenn man Pech hatte, aber das war es dann auch schon. Hä? Hier sind gar keine Tassen. Sind Tassen hier bei Beverage? Ich stelle ja auch einen Duca-Cola oder... Ich weiß gar nicht, Piper hat es nicht so mit Alkohol, ne? Glaube ich. Weiß ich jetzt nicht sicher. Hallo, Tassen. Wo seid ihr? Kuckuck. Seht ihr dann bei Dinerware? Ein Glas geht auch, aber eine Tasse ist gut. Was steht da drauf? Verhaber? Nicht eher. Ich weiß schon, wer die Tasse kriegt. Aber Piper kriegt erstmal eine ganz normale... Hä? Ich habe keine ganz normale weiße Tasse. Ich habe eine schmutzige Tasse, na meinetwegen. So, guckt. Das ist halt, ne? Das ist was anderes. Das gibt der Walt den letzten Schliff, den ich gerne gehabt hätte. Wenn wir jetzt wirklich noch irgendwie den Place Anywhere Mod hinkriegen, dann bin ich glücklich. Dann bin ich endlich glücklich. Mein Leben lang denke ich mir, irgendwas fehlt in meinem Leben. Ich bin nicht drauf gekommen, was, aber jetzt weiß ich's. OC Decorator kombiniert mit Place Anywhere Mod in meiner Vault. Das war's. Ich könnte auch, das wäre ein nettes Detail, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob bei Piper, aber im Grunde, so wie ich Piper einschätze, würde das passen, dass wir hier auf dem oder neben dem Schreibtisch ganz viel zu Fastfood-Zeug packen. Finde ich gut. Ich glaube, das machen wir. Das passt zu meiner Vorstellung, wie Piper arbeitet. Ich glaube, wie jeder im Homeoffice arbeitet. Deswegen ist Homeoffice so geil. Wenn man endlich so arbeiten kann, wie man will. Ah, jetzt versinkt das im Tisch. Well played, Fallout-Editor. Well played. Ich dachte schon, ich könnte hier coole Sachen machen, aber du hast mir mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt kriege ich den Löffel nicht mehr weg, weil der keine Hitbox hat. Well played. Dammit! Jetzt kriegen wir den Löffel echt nicht mehr weg. Außer wenn ich den ganzen Schreibtisch wegnehme und das will ich nicht. Ich mache das trotzdem hier ein bisschen so. Dass die im Boden versinken, ey. Da bräuchte ich jetzt den mit dem Pfostenglitch würde es gehen. Aber hier drin in der Vault ist der Pfostenglitch beinahe unmöglich eigentlich zu machen. Komm, ich brauche irgendwas, in irgendein leeres Essensgefäß. Und ein bisschen Müll da unten. Mensch, die Hitboxen. Ah, ich habe ganz vergessen, wie schlimm dieser Editor ist, Leute. Ich hab's ganz vergessen. Ich vergesse es immer wieder. Ich gehe mal mit einer viel zu romantischen Vorstellung dann an das Ganze ran nach einer längeren Pause. Und dann denke ich mir, ach ja, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. Der Editor war ja total scheiße. Ich hab's schon wieder verdrängt. So viel Potenzial und so nix draus gemacht. Oder so wenig. Ja, sieht scheiße aus. Okay, keine Ahnung. Gut, jetzt brauche ich aber wirklich einen kleinen Teller, eine kleine streckige Schüssel, irgendwas neben dem Löffel da.
Am besten benutzt. Ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen sehr assi. Obwohl, das sieht zwar ein bisschen schimmlig aus, aber das ist gar nicht schimmlig, sondern einfach nur frisch benutzt mit Spinat. Oder so. Das ist gar kein, das soll irgendwie eine Verzierung sein, oder? Naja, passt. Pipers Arbeitsplatz. Perfekt. Habe ich nicht noch irgendwo Zeitungen? Ah, Office. Hier gibt es sogar eine extra Office-Kategorie. Schauen wir mal, was wir hier noch so drin haben. Aber das meiste von dem ist hier eh schon jetzt platziert, ne? Ein Stift. Das ist eine gute Idee. Ein Pencil. Packen wir einen Pencil hin. Bücher, ja, ja. Wenn man die schön in das Regal räumen könnte, jetzt einfach so, das wäre gut. Aber dafür ist jetzt auch der Decorator eher ungeeignet. Legen wir noch ein paar Comics nebens Bett so. Warum hat er eigentlich keinen Nachttisch? Denke ich mir gerade. Bauen wir vielleicht noch einen kleinen Nachttisch? Bevor wir hier groß rumschwrüsseln. Ganz recht, das ist ein Wort. Ich habe es gerade erfunden und es ist wunderschön. Piper, Piper. Welches Kästchen? Welches Nachtkästchen? Es gibt nicht so viel. Wir haben nicht wirklich viel Nachtkästchen-Auswahl. Das sind dann schon richtige Kommoden und so. Die sind zu groß. Nee, ist schon okay. Nehmen wir einfach Standard. Hier, Standard-Nachtkästchen 2.0. So. Perfekt. Das ist wunderbar. Sowas wird schon auch gehen, oder? Sowas wird gehen. Und ich sage, warum nicht? Meine sehr verehrten Mid-Vault-Bewohner und Mid-Vault-Bewohnerinnen, warum sollte das nicht gehen? Ganz genau. Es ergibt keinen Sinn. Deswegen legen wir jetzt hier auf ihr Nachtkästchen ein paar Comics. Aber natürlich auch weil sie ist natürlich eine besessene Reporterin, die nie aufhört zu arbeiten, irgendwelche Geheimakten, die sie da so hat. So, Dalinsky. Na dann. Jetzt könnte ich theoretisch das Kissen, aber ich glaube, das geht wieder nicht auf dem Bett. Ne? Da bräuchten wir Place Anywhere Mod. Ich mache ziemlich viel Werbung für den Place Anywhere Mod. Wenn die Place Anywhere Modmacher Geld verdienen würden mit ihrem Mod, würde ich jetzt hier Tantiem verlangen oder sowas ähnliches. Equipment and Tools. Jojo. So, solange wir jetzt noch hier bei dem Büro-Office-Zeug sind, weil hier die Regale, ich würde hier gern noch was machen, aber jetzt nicht. Nicht, solange ich das nicht hin... Also, keine Ahnung, ich hoffe wirklich, ich kriege das irgendwie hin mit dem Decorator. Hier sind zwar lauter Objekte, die jetzt quasi per Hand noch platziert sind, also echte physikalische Objekte, aber die liegen recht stabil, die werden nicht weggeräumt. Deswegen lasse ich das jetzt mal so. Aber guck mal, ob wir nicht hier was haben, das wir vielleicht noch hinzufügen könnten. Wie zum Beispiel auch noch ein Stift. Nick Valentine. Müssen Synths eigentlich essen? Es sind so viele ungeklärte Fragen. Müssen Synths, also die neueste Generation von Synths, müssen die essen? Weil, wenn die essen müssen, inwiefern sind die dann ein Upgrade zu den vorherigen Modellen? Weil ich meine, ich glaube, die laufen... Mit Batterien oder so. Ich weiß gar nicht, wie die laufen. Ach, die Story hat schon ein paar echte Lücken, oder? Wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Wieso? Braucht das Institut unbedingt einen Reaktor, ein Atomkraftwerk? In einer Welt, in der an der Oberfläche quasi unendlich viel Fusionskerne in alten Autos rumstehen? Und mit welcher Energiequelle laufen dann ihre alten Synths eigentlich gleich nochmal?
Jeder Mr. Handy hat einen Fusionskern. Alles läuft mit Fusionsenergie, Fusionszellen überall. Für was braucht man dann eigentlich gleich nochmal unbedingt so einen alten Atomreaktor im Keller? Das... Ja. Warum hat eigentlich Nick Valentine Bett? Muss der schlafen? Ich glaube, ich muss mich da nochmal mehr mit der Lore beschäftigen. Hä? Haben wir dem hier nicht... Wir haben dem hier doch das letzte Mal eine Muskete hingehängt. Spinnig? Hallo? Wir haben einen Musketendieb in der Vault. Das ist aber nicht gut. Ich muss mehr Lampen machen. Jeder. Okay, gehen wir nochmal an die Werkbank. Jetzt baue ich einfach Objekte. Jetzt müllen wir uns das Inventar zu mit Objekten, die wir eventuell brauchen können. Alles machen wir jetzt einfach. Einfach neues Ding besorgen. Strong wollen kaputt hauen. Soll ich wirklich alles machen? Alles einmal? Alles einmal und Sachen, die wir vielleicht wirklich brauchen können, ein bisschen öfter. Keine Ahnung. Menschen das machen, um zu verstecken. Menschen das machen. Moment, Menschen stehen an der Werkbank und bauen Medikamente, um sich zu verstecken. Vor sich selbst, vor ihrer Vergangenheit. Ja, Strong. Weise. Weiser Supermutant. Ob er überhaupt weiß, wie weise er ist? Ich stehe hier gerade und mache mir Drogen und er sagt, Menschen machen das, um sich zu verstecken. Nicht schlecht. That's deep, man. That's deep. Naja, ich lege mich jetzt ein bisschen hin. Meine Finger, meine Koordination, meine motorischen Crafting-Knöpfe sind im Automodus, im Loop. Es geht ganz automatisch. Da muss ich gar nichts mehr machen. Ich penne jetzt kurz eine Runde. Weckt mich auf, wenn wir unten in der Liste angekommen sind, würde ich sagen. Ich habe meine Finger auf Repeat gestellt. Das wäre praktisch, oder? Ich würde lieber sterben als in einem dieser. Da ist irgendwie so ein seltsamer schwebender Pixel hinter mir. Der schwankt so ein bisschen nach oben und dann wieder ein bisschen nach unten. Und dann wieder ein bisschen nach oben. Was bist du für ein seltsamer Pixel? Der hängt anscheinend auch davon ab, was mir hier angezeigt wird, dieser seltsame Pixel. Okay, das ist totaler Blödsinn, was ich hier mache. Warum überhaupt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich hasse es. Hilfe! Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Ich möchte das nicht. Menschen machen Metalltunnel ohne Ausgang. Dumme Menschen. Irgendwie ist der OC-Decorator nicht perfekt, ne? Ich denke gerade drüber nach. Ich glaube, Munition kann ich gar nicht herstellen. Kann ich gar nicht platzieren damit zum Beispiel. Und wie sieht's mit Kleidung und so aus eigentlich zum Beispiel? Wüsste ich jetzt auch nicht, ne? Da muss ich echt mal nochmal schauen. Ich meine, auf der PlayStation ist das selbstverständlich ein bisschen begrenzt, ist eh ganz klar. Das Savegame ist halt jetzt leider auf dem PlayStation-System gefangen. Ich krieg's halt leider nicht weg und ich will die Vault nicht aufgeben. Am PC oder der Xbox hätten wir halt schon nochmal ganz andere Möglichkeiten. Leider. Also leider, dass ich mein Savegame da nicht mitnehmen kann. Ich habe schon überlegt, ob man eine neue Vault anfangen soll, aber... Oh, wirklich? Eben, ich weiß auch nicht. Das ist schon ein bisschen hart, oder? So ganz nochmal von vorne, das... Ich will nicht 100 von diesen Rahmen machen. Warum funktioniert mein Untenknopf nicht mehr? Das ist schon ein bisschen hart. Bei manchen Objekten dauert es ein bisschen länger, bevor ich nach unten schalten kann. So, jetzt machen wir mal ganz viel verschiedene Blumen. Hier, die mache ich gleich noch eine Runde, damit wir ein paar verschiedene haben.
zu verstecken nicht funktioniert. Oh Gott, die NPCs im Hintergrund. Die machen einen irre. Von den Experimenten gehört. Boston Bugle zum Beispiel. Ich wollte ihr nämlich Zeitung ins Haus legen, aber irgendwie... Funktioniert das so? Nee. Hä? Aber es müsste funktionieren. Irgendwie, egal was ich herstelle, oben steht oder kommt nur... Ich glaube, die Meldungen oben kommen nicht hinterher. Weil wenn das so geht, dass ich so die Sachen wirklich herstelle... Und ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Dann... Machen wir das jetzt so. Dann schauen wir mal, ob wir danach alles einmal haben. Naja, ich bin gespannt auf Cyberpunk. Ich hoffe, das wird gut. Ich bin mir echt nicht sicher, ob mir das gefallen wird, leider. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Mal gucken. Ich bin skeptisch, ehrlich gesagt, mittlerweile. Aber ich hoffe, das Spiel überzeugt mich vom Gegenteil. Aber bis jetzt habe ich einfach nichts gesehen, wo ich mir denke, so, oh, das sieht ja mal nach einer echt tollen Spielmechanik oder nach einer echt tollen Idee aus. Sondern nur Sachen, wo ich mir denke, ja, okay, kann man schon machen, ist nett. Und das ist meine Befürchtung im Endeffekt, dass das Spiel im Endeffekt nett wird. Dass ich das spiele und mir denke, ach jo, das ist nett. Ich hätte aber gern, dass es gut wird. Aber ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist ihr guter Menschenstrott. Mal abwarten. Wir werden es uns anschauen. Hier auf dem Kanal. Uiuiuiui. So viel Gegenstände. Ich habe jetzt gerade Pathologic 2. Ist, finde ich, ein wirklich absolut geniales Spiel. Ein sehr einzigartiges Spiel. Pathologic 2 ist richtig, richtig gut. Wirklich, ich finde es richtig toll. Und habe aber ein Problem jetzt. Das Spiel habe ich nämlich auf dem PC mit dem Games Pass quasi angefangen. Habe jetzt eine längere Pause eingelegt, weil ich mir gedacht habe, ach ja, da warte ich dann, bis ich die Xbox Series habe und spiele es da weiter. Weil auf der Couch, gemütlich, auf dem großen Fernseher mit Controller und so, das ist mir lieber. Da habe ich mir gedacht, ja, da warte ich. Und jetzt ist die Xbox Series hier. Und jetzt funktioniert das nicht. Also die Save Games, bei das Spiel unterstützt quasi leider kein Cross-Save. Ich dachte, das machen alle Games per Spiel, aber das stimmt wohl nicht. Das nämlich leider nicht. Jetzt ist mein Save Game am PC gefangen. Jetzt könnte ich auf der Xbox nochmal von vorne anfangen, aber der Einstieg ist schon ein bisschen langatmig und schwierig und boah, da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Und jetzt aber am PC weiterspielen habe ich irgendwie auch keinen Bock, weil am PC spielen ist ungemütlich und langweilig für mich. Also langweilig ist Quatsch, aber ungemütlich und nicht das Spielerlebnis, das ich suche. Und naja, genau. Das ist jetzt doof. Und ausgerechnet jetzt, verschwindet das Spiel bald aus dem Games Pass. Das heißt, wenn ich jetzt dann Ende des Monats das Spiel weiterspielen will, müsste ich mir das nochmal kaufen. Aber will ich es jetzt nochmal neu anfangen? Jetzt habe ich auch noch Zeitdruck oder will ich dann wirklich irgendwie 40 Euro dafür ausgeben? Ah, das ist echt schwierig. Aber grundsätzlich kann ich Pathologic 2 empfehlen, wenn man auf der Suche nach einem etwas anderen Spielerlebnis ist. Das spielt schon mal erstens nämlich in einer sehr einzigartigen und interessanten Welt. Das ist schon mal wirklich cool. Das Szenario, das Setting ist super. Man kommt nämlich quasi zurück in seine Heimatstadt und diese Heimatstadt ist eine Wüstenstadt im Grunde, irgendwo in der Steppe. So eine Stadt, irgendwo mitten in der Steppe. Es gibt eigentlich nur einen Zug, der da alle paar Monate mal hinfährt und da quasi auch Ressourcen und so weiter hinbringt, damit die Leute überhaupt überleben können. Und man fährt quasi mit dem Zug jetzt dahin, weil dein Vater hat einem einen Brief geschrieben, der braucht einen. Okay. Also fährt man hin
in seine alte Steppenheimatstadt. Es ist gerade eine Jahreszeit, in der irgendeine spezielle Blüte in der Steppe blüht, was den Sauerstoffgehalt in der Luft drückt, also geringer macht. Deswegen muss man öfter schlafen und hat nicht so viel Energie und manche Leute werden auch irrational und ein bisschen verrückt. Und außerdem leben in der Stadt zum einen quasi so die zivilisierten Leute quasi, die wie so, weiß ich nicht, England zu Zeiten der Industrialisierung oder so aussehen, aber auch Steppenvolk, die quasi so die Wilden sind so ein bisschen und irgendwelche komischen Rituale machen, leben so nebeneinander und da gibt es immer wieder Konflikte. Jetzt muss ich mal schnell, was wollte ich hier, genau, so eine Zeitung, gibt es keine Zeitung hier. Da muss ich echt jetzt mal alle Kategorien hier durchgehen. Und dann gab es auch noch Mordfälle in der Stadt. Und unter anderem wurde eben dein eigener Vater ermordet. Und du als Neuankömmling, als Fremder quasi, stehst unter Verdacht. Und die Leute, die aufgrund des Sauerstoffmangels und dieser seltsamen Blüte, die blüht sowieso ein bisschen irrational drauf sind, sind jetzt nicht gerade hier irgendwie zu Spaßen aufgelegt und, ne? Und das ist schon mal ein Problem. Und dann sucht man quasi in der Stadt den echten Mörder, den Mörder seines Vaters. Und gleichzeitig droht aber, das wird am Anfang des Spiels quasi schon geteased, weil das ist quasi, startet erstmal mit einem Blick in die Zukunft, droht eine große Seuche sich in der Stadt auszubreiten. Und Massen von Leute werden sterben und die Inquisition kommt und richtet alle hin aus Angst, dass sich die Seuche verbreitet. Und man selber ist Arzt und versucht jetzt den Mörder zu finden und nebenbei eben diese Seuche, ein Heilmittel, einen Impfstoff zu finden oder irgendeine andere Lösung. Weil es wird schon angedeutet, dass eben diese wilden Stämme die Seuche anders betrachten als so die Schulmedizin so quasi und da andere Lösungsansätze haben. Und das ist alles in einem Setting, in dem man quasi dadurch, dass nämlich in diese Wüstenstadt kein Zug mehr kommt, schon seit langem nicht mehr. Man selber ist mit dem letzten Passagierzug gekommen, aber die Versorgungszüge bleiben aus und der ist schon irgendwie einen Monat überfällig. Die Ressourcen gehen in der Stadt aus und die Leute fangen an zu hungern. Es gibt kaum noch trinkbares und essbares Zeug in der Wüste. Es bricht eine echte Katastrophe aus, eine echte Hungersnot. Und man selber ist natürlich auch am Verhungern. Es gibt ganz knallharte Survival-Mechaniken und das ist, glaube ich, nicht für jeden was. Selbst auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad ist Verhungern problematisch. Und du musst eben auch gucken, das ist aber wichtig für das Spiel, weil du musst gucken, wie du damit klarkommst und wie du überleben kannst, weil das Spiel bietet dir Möglichkeiten zu überleben, die vielleicht moralisch überaus fragwürdig sind. Das geht sogar so weit, weil du eben Arzt bist, dass du, wenn du willst, tatsächlich zum Mörder werden kannst. Das, was dir von Anfang an vorgeworfen wird. Und dann kannst du nachts zum Beispiel, als jetzt im Extremfall, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, Leute überfallen, denen das Blut abzapfen, damit du das Blut von denen trinken kannst. Du kannst denen die Organe entnehmen und die essen, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Wie gesagt, das sind schon Extremfälle, aber das könnte man machen. Oder aber natürlich, du bringst Leute um und entnimmst denen die Organe und verkaufst sie am Organschwarzmarkt. Was die damit machen, weißt du nicht, aber du kriegst Kohle dafür und kannst dir vielleicht im Grocery Store doch noch die letzten überteuerten Lebensmittel damit kaufen. Oder aber du heilst Patienten. Das geht natürlich auch. So kann man sich auch ein bisschen was verdienen, aber die Stadt ist natürlich nicht gerade im größten Wohlstand, abgesehen von ein paar wenigen Leuten. Insofern darfst du da nicht mit dem großen Reichtum rechnen. Außerdem musst du da viele Kräuter in der Wüste sammeln und so weiter für den Wohlstand, für Heilsmittel. Und das ist problematisch, weil das Spiel hat einen Timer. Du hast nur ein paar Tage Zeit und wie gesagt, du musst viel schlafen und viel Überlebensmanagement betreiben und hast nicht Zeit, immer jeder Quest nachzugehen. Und die Quests sind tatsächlich quasi zeitlich, also sie sind manchmal nur an manchen Tagen verfügbar und dann verfallen die. Und du kannst nicht alles machen und erst am Schluss, ganz am Schluss, wird sich zeigen, ob du den richtigen Weg gegangen bist. Oder ob du in eine Sackgasse gelaufen bist, ob du alle retten kannst oder ob am Schluss alle getötet werden, ob du deine
Zeit richtig genutzt hast und ob deine Handlungen letztendlich zur Rettung aller führen. Und das finde ich alles schon echt sehr cool. Es ist auch ein bisschen frustrierend, das Spiel. Es ist hart, wirklich, es ist böse. Und das Kampfsystem ist leider ein bisschen doof. Ich habe Kämpfe allein deswegen gemieden, weil ich keinen Bock auf das Kampfsystem hatte. Und das ist natürlich nicht optimal. Aber grundsätzlich, also es ist so ein First-Person-Prügel-Kampfsystem oder man kann auch schießen, aber es ist einfach nicht besonders gut. Außerdem hat es leider echt Performance-Probleme auf jedem System. Vor allem aber leider auf der Konsole, was drauf warten noch mehr ins Absurde geführt hat. Naja, jetzt wo ich so erzähle, kriege ich wirklich Bock drauf. Vielleicht muss ich mir das doch einfach kaufen. Unterstützt ja auch den Entwickler, naja gut, zumindest den Publisher. Und insofern vielleicht auch eine gute Sache, dass ich dafür Geld in die Hand nehme nochmal und das außerhalb vom Games Pass kaufe. Ja, dank des glitschigen Telefons konnte ich jetzt hier das Bild aufstellen. Das könnt ihr vielleicht bei Piper auch versuchen. Ich habe die ganze Zeit versucht, das Bild aufzustellen, aber das glitscht in den Schreibtisch so halb. Aber wenn man das so ein bisschen in die anderen Objekte reinglitscht, dann funktioniert es lustiger, logischerweise. Aber dann ist es hier so überladen, ne? Ich würde schon das gern irgendwie hier platzieren, aber naja, das ist Pathologic 2. Und wenn ihr euch jetzt denkt, das klingt wirklich interessant, dann schaut euch vorher vielleicht ein paar Videos an, ein paar Gameplay-Videos, weil das ist bestimmt nicht jedermanns Sache, das Spiel. Das ist schon sehr exzentrisch und so weiter. Wenn ihr es aber dann doch spielt, lasst euch bitte echt von der ersten Stunde oder den ersten Stunden vielleicht sogar nicht irgendwie in die Suppe spucken, weil da ist es sehr abstrakt und sehr konfus und sehr verwirrend und ganz viel Traumsequenzen, wo unser Charakter während seiner Zugfahrt quasi immer wieder von Albträumen geplagt wird. Das ist da sehr verspult alles. Sobald man in der Stadt ist, wird dann aber alles sehr handfest und sehr logisch und eigentlich überhaupt nicht mehr artsy verspult, sondern wirklich sehr straightforward eigentlich. Ich meine, die Charaktere sprechen teilweise schon irgendwie in sehr rätselhaften Dialogen, aber das gehört zum Charme und zum Style des Spiels. Aber dann ist es wirklich nicht mehr so verspult wie am Anfang die erste Stunde. Nur, dass ihr es wisst. Pathologic 2. Ich sag's nochmal, falls ihr euch fragt, wie heißt es gleich nochmal? Pathologic 2. Jetzt ist die große Frage, die ich mich stelle. Kann ich jetzt? Nee, genau. Das klebt jetzt am Telefon, habe ich mir gedacht. Wenn ich es ein bisschen so hinstelle, vielleicht fällt es gar nicht auf. Wenn ich jetzt das Telefon einlager, befürchte ich, genau, dass dann das Bild wieder nach unten sinkt. Sinkt. Lol, macht das Telefon dann. Na, dann halt kein Bild hier auf dem Schreibtisch, würde ich sagen. Bilder werden eh überbewertet. Joa, so ist das. So ist das eben. So, aber braucht Nick ein Bett? Naja, anscheinend schläft er eh anders drin. Nick teilt sein Bett vielleicht gern mit anderen dann einfach so. Ja. Ganz recht. Hey, das ist ja eine Kamera. Die sieht ein bisschen komisch und so aus. Aber warum sollte Piper, jetzt wo wir Instituttechnologie und sowas erobert haben, nicht eine Kamera benutzen? Ganz neue Möglichkeiten. Also eine Videokamera. Tada! Na, guck. Liegt hier schon eine Lupe? Es liegt noch keine Lupe hier auf Nicks Tisch. Wie soll er denn dann Clues finden in seinen Unterlagen? Jetzt ist er ein richtiger Detektiv, weil jetzt kann er die Lupe nehmen und sagen, aha! Dieser Fleck stammt von einer Nuka-Cola, die 2138 von einem Meyer Lurk in Eigenproduktion
produziert wurde. Und ich kenne nur einen Ort, an dem solche und so weiter. Das geht jetzt dank der Lupe. Gut gemacht, Lupe. Aber hier ist wirklich keine Zeitung, oder? Habe ich es übersehen vor lauter über Pathologic 2 reden? Aber ich glaube wirklich, dass bei den ganzen Dekorationsobjekten leider tatsächlich, und das finde ich echt schade, keine Zeitung dabei ist. Und ich wüsste auch nicht, wo. Sport und Fitness, Workshop, Tools, ich glaube eher weniger, oder? Vielleicht stolpern wir doch nochmal drüber. Aber ja. Schade, schade. Braucht ein Detektiv irgendwie so Werkzeuge? Bobbypins könnte er tatsächlich brauchen. Acid für Verhöre. Man weiß ja nie. So ein bisschen Säure. Nee, Nick Wellington ist nicht so der Bastler. Glaube ich, oder? Der ist eher so der Gespräche führt. Aber ein bisschen Munition. Ich wollte ihm eigentlich ein paar einzelne Patronen irgendwo hinlegen. Aber hier gibt es anscheinend nur Patronenpäckchen. Ah ja. Ich glaube, das sind benutzte Hülsen, oder? Ja, lege ich ihm halt benutzte Hülsen irgendwo hin. Wenn man nicht so genau hinsieht, merkt man es gar nicht. Sodala. Na also, das hat was. Hübsch, hübsch, hübsch wird's hier drin. Ganz schön, schön wird's hier. Sodala. Ich glaube ehrlich gesagt, wir machen für heute schon wieder Schluss. Nicht viel geschafft leider, ne? Aber viel hergestellt für die Zukunft, viel geschafft. Und wir müssen jetzt wirklich irgendwie die Knöpfe des Aufzugs wieder finden. Nein, der Zug ist abgefahren. Die sind irgendwo im Nichts verschwunden. Ich frage mich echt, wo die sind. Naja, gut. Ich versuche wirklich jetzt den Mod zum Laufen zu kriegen. Das wäre nämlich echt toll. Hoffen wir mal, dass das irgendwie hinhaut. Und ansonsten machen wir jetzt für heute Schluss. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn das immer noch sehr viel Vorbereitung ist zum eigentlichen Bauen. Aber ich finde, was wir hier mit dem Schreibtisch gerade von Piper gemacht haben, das ist schon ein sehr schönes, kleines Proof of Concept, eine schöne Demo davon, wie die Vault vielleicht schon bald aussehen kann, wenn wir Glück haben. Ich finde schön, dass oben die Objekte immer noch aufploppen, die wir alle im Inventar haben. Naja, macht's gut, ich speichere lieber nochmal. Und ich gehe lieber noch an einen anderen Ort und speichere nochmal, weil das hat tatsächlich einen Einfluss darauf, ob das Savegame geladen werden kann oder nicht, wo ich mich befinde. Ich habe sehr gute Erfahrungen am Eingang der Vault gemacht. Wahrscheinlich, weil hier noch am wenigsten selber gebaute Objekte oder so sind. Keine Ahnung. Jingles, was liegst du denn hier so rum? Tada, okay. Sadala, da speichern wir jetzt nochmal. Aber ein Hard Save, kein Quick Save. Ich habe ganz viel Savegames gelöscht, damit wir neue machen können. Ganz viel alte, uralte, Jahrzehnte alt schon fast, gefühlt. Macht's gut, bis bald. Ciao.